Hallo zusammen, hier ist wieder Ochila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir uns heute mal angucken, was in Patch 8.1.5 mit dem Level Gear passiert. Und zwar hat Blizzard da ein paar Änderungen angekündigt, beziehungsweise wir können uns schon mal einiges angucken. Ich bin dazu auf dem PTR und wir können uns hier beim Erlob-Händler schon mal reinschauen, was es da so alles Neues gibt. Und wie ihr seht, sind jetzt hier insgesamt 4 Upgrades möglich, nicht nur 3. Auf dem Live-Server gab es quasi auf 90, auf 100 und auf 110 Upgraden. Und jetzt gibt es quasi noch eine vierte, und zwar die auf 120. Was kostet die? Einmal die für die normalen Gear-Items kostet quasi 5000 pro Aufwertung und die für die Waffen 7500. Auch bei den Älteren hat sich ein bisschen was getan, und zwar wurden die Preise ein wenig reduziert. Wie weit die Preise reduziert werden, kann ich euch mal zeigen. Ihr seht, hier sind wir jetzt auf dem vorherigen Patchstand 8.1. Hier hat quasi das erste Upgrade-Item noch 1000 gekostet, hier 2000 und hier 5000. Und wenn wir jetzt wieder auf den PTR gucken, kostet das erste noch 500, das zweite 1000 und das dritte 2000. Sprich, die Preise sind halbiert worden, beziehungsweise bei dem letzten sogar mehr als halbiert worden. Ist einfach eine Anpassung, weil sonst der Gesamtbetrag, wenn man das komplette Upgrade-Paket holen möchte, zu hoch wird. Dementsprechend haben sie die alten halbiert, beziehungsweise mehr als halbiert teilweise. Und das neue kostet 5000, sowie das alte höchste, also sprich das 110er, auch 5000 gekostet hat. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie viel kostet mich das insgesamt, dann kann ich euch das sagen. Vorher sollte ich noch einwerfen. Es ist bei diesen Heirloom-Items so, dass ihr wahrscheinlich unterschiedliche Maximalmengen habt, denn es gibt einige, die hier fix drin sind, die dann auch angezeigt werden, wenn man sie nicht hat, aber es gibt ein paar Hidden-Geschichten, und zwar sind es die, die man nur eine bestimmte Zeit holen konnten. Heißt, das sind diese Waffen, die ihr bei Garrosh bekommen habt damals, im SOO war das, beim Endboss konnte man sich dann Waffen für seinen Speck holen, das waren dann auch hier Heirloom-Items, und dementsprechend habt ihr da vielleicht mehr oder weniger, und dann in WoD gab es dann noch bestimmte Trinkets, und wenn man sich die damals nicht geholt hat, dann hat man auch ein bisschen weniger. Ich bin jetzt von meinen Werten ausgegangen, von 99 Heirloom-Items, und da müsst ihr insgesamt 380.000 für die letzte Aufwertung hinlatzen, wenn ihr alle Items aufwerten wollt, und für die Waffen 172.000, wenn wir das Ganze einmal zusammenzählen, dann sind es 552.500 bei, wie gesagt, den 99 Upgrade-Items. Dann habt ihr aber nur die Aufwertung von quasi 110 auf 120. Wenn ihr noch ältere Teile braucht, dann ist es noch ein bisschen mehr Gold. Ich werde mir das Ganze mit meinen Level 1er Chars kaufen auf Servern, wo ich das Gold loswerden will, weil ich da mal noch was rumflacken habe. Vielleicht ist das auch eine Idee für euch. Auf das nächste, was ich eingehen wollte, ist eine Geschichte, die jetzt nicht ganz so interessant ist, aber dennoch vielleicht der Erwähnung bedarf. Blizzard hat ein bisschen an dem Low-System rumgeschraubt. Es ist ja seit WoD, meine ich, so, dass Items von Quests auch Warforgen können. Heißt, sie können beim ganz normalen Leveln auch eine rare Wertigkeit haben, beziehungsweise eine epische, und haben dann ein bisschen mehr Item-Level beziehungsweise Stats drauf. Dieses System will Blizzard jetzt implementieren von Level 1 ab, also sprich Classic durch bis zum Endkonden können jetzt die Quest-Belohnungen einmal hochforschen und anscheinend auch die Belohnungen, die ihr von Rare-Mobs bekommt, also sprich, wenn ihr einen Rare-Mob umhaut, könnt ihr dementsprechend auch nicht nur ein normales grünes Item rauskriegen, sondern eins, das hochforscht auf blau oder auf episch. Dementsprechend ist keine große Änderung. Die meisten, die komplettes Heirloom-Gear anhaben, werden davon jetzt vielleicht nicht so viel merken. Aber vielleicht beim einen oder anderen Slot kann das eine ganz nette Hilfe sein. Auf das dritte, was ich jetzt eingehen möchte, ist ja für die Leute ganz gut, die über Inseln ihre Chars hochleveln. Und zwar gibt es jetzt sowohl in der Saaloa als auch in Boralos direkt neben dem neben der Karte für die Insel-Expedition eine Händlerin. Und bei dieser können wir die ganz normalen alten Insel-Items kaufen, aber auch neue, und zwar Gear-Items. Wir können uns einmal Hände kaufen, Gürtel, Schuhe, dann können wir uns einen Rücken, eine Hose und Handgelenke kaufen.
Und zwar sind das im Battle.net-Account gebundene Items, die wir dann einlösen können und wir bekommen dann einfach ein Gear-Item. Heißt, wenn ihr Chars über Inseln leveln wollt, könnt ihr diese Items einfach hier kaufen. Ja, Bei mir zu gibt's einem kein Zimpern, Char schicken, solange wo die ihr Taschen klimpern. quasi den ihr leveln wollt und dann könnt ihr die einsetzen. Und dann wird daraus ein Gear-Item für euer Level. Und ich se seht jetzt hier beim 120er Char ist es nur 286. Das entspricht auch etwa dem Loot, den ihr mit einem normalen Char beim Questen bekommt. Heißt, wenn ich jetzt 115 bin, dann kriege ich, keine Ahnung, ein 250er Item. Ist nicht der große Wurf. Für die Leute aber praktisch wie mich, die jetzt nur über Inseln ihre Chars leveln, weil sie nebenbei noch eine Chance aufs Mount haben möchten. Und dann vielleicht das ein oder andere Item, das was ihr nicht jetzt über die Heirlooms ausrüsten könnt, wahrscheinlich dann bei mir hier Hände, eine Taille, Füße, dass man die dementsprechend und Handgelenke sind es glaube ich auch, ne? Also die vier Items hat man nicht über Adams, dass man die dann hier rüber kauft und dann kann man damit wesentlich bequemer leveln. Das Weil Ganze die ein könnt ihr bisschen von prassen. einem Max-Level-Char rüberschicken, die Items, oder wenn ihr schon eingelevelt habt, kennt ihr das sicher, ihr habt am Ende irgendwie 50, 60, 70, 80 Marken, mit dem kann man nicht zurecht irgendwas kaufen hier. Kauft euch einfach zwei, drei Items, schickt ihr dem Twink rüber und verwendet so die Marken und könnt mit dem Twink ein bisschen leichter durchleveln. Was ich noch nicht getestet habe, ob die dann auch mit Leveln, ich glaube es nicht, hier steht nichts dabei. Es sind dann ganz normale grüne Items wie auch in der Quest. Jetzt ist natürlich dann die Frage, kauft man die Items am besten, wenn man 111 geworden ist oder um möglichst lang was von zu haben oder kauft man sie mittendrin so 115, wenn die Items, die man vorher hatte, am schlechtesten sind. Ist jetzt noch die Frage, ob man die dann immer nachkauft und ob sich's insgesamt rentiert, weil 35 Marken ist dann doch nicht so wenig. Eins sollte ich vielleicht noch erwähnen. Blizzard hat angekündigt, dass ab Patch Release es für eine gewonnene Insel immer einen Beutel geben wird. Also man geht nie mehr leer aus, man bekommt immer einen Beutel. Heißt, wir werden unterm Strich wesentlich mehr Münzen kriegen und dementsprechend sind vielleicht 35 dann doch auch nicht so viele, wie ihr jetzt denkt. Wir werden sehen, wie gut dann auch die Münzen aus den Beuteln rauskommen. Und ja, damit wäre ich am Ende mit der Übersicht. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Sollte das der Fall sein, schreibt mir das gerne in die Kommentare, teilt es mit der Community und sonst, ja, wenn ich euch weiterhelfen konnte, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.